Servus, Masse hier, Streetfotograf, Videograf aus Leipzig. Und ja, heute geht es mal um das kleine Ding hier. Nicht die Kamera, nein, sondern das kleine Sony 11mm Blende 1.8. Meine, wie ich finde, schon kleine Geheimwaffe, die ich seit geraumer Zeit mit mir mittrage, mitnehme und eigentlich so für ziemlich viele Scherereien nutze. Aber die Frage ist, wäre dieses Objektiv was für euch? Ich würde sagen, das gehen wir heute mal an. Und die allererste Frage, was man mit diesem Objektiv macht, ist natürlich fotografieren. Und zwar unter anderem Architektur. Ich mache mal ein kleines Beispielbild. Dafür nehme ich euch direkt mal mit. Kamera raus, Kamera an. Das Schöne ist, ich stehe ein Stückchen weit weg, aber ich könnte locker noch näher ran. Aber das machen wir gleich mal. Allererste, was wir machen, ist mal den kleinen Brunnen hier vorne mit drauf kriegen. Das sieht auch ganz cool aus. So. Wie man sieht, ich kriege wirklich beides mit komplett drauf. Irgendwie hat das was. Ja. Wie gesagt, 11mm am APS-C natürlich gerechnet, weil das Ding ist vollformat tauglich. Dazu komme ich später noch, aber es ist eigentlich für APS-C konzipiert. Deswegen konnte es auch schön klein leicht machen. Das Gehäuse ist auch komplett aus Kunststoff, also es ist wirklich federleicht. Fühlt sich natürlich jetzt so nicht so hochwertig an wie jetzt zum Beispiel ein G-Master oder ein G-Objektiv, aber ganz ehrlich, dafür ist es schön kompakt und man kann es gefühlt überall mit hin rumschleppen. So, jetzt stehe ich, wie man sehen kann, ein Stückchen näher und ich kriege es, die Oper hier, komplett drauf. Also man kriegt schon wirklich ordentlich was aufs Bild, muss ich behaupten. Das Bild gleich noch gemacht. Wie gesagt, entscheidet selber von der Bildqualität her, ist das gut oder nicht. Ich finde es persönlich, gerade wenn ich denke, wie klein und kompakt das Teil ist, finde ich es wirklich mega gut. Die zwei Bilder, die ich jetzt gemacht habe, sind natürlich bei Offenblende entstanden. Jetzt gucken wir mal, wie gut man freistellen kann, wenn man auf Blende 1.8 runter geht. Dafür nehme ich mir mal diesen kleinen Spendenaktionen hier vorne, die überall in der Stadt stehen. Zoom einmal ran. Und wie man sehen kann, ich komme schon sehr gut ran. Aber ganz weit brauchen wir es nicht. Dann zeige ich euch. Also ich finde, separieren kann man schon sehr gut, aber man muss natürlich bedenken, man hat umgerechnet 16,5 mm Brennweite. Also das ist für Porträts wahrscheinlich eine etwas abstruse Brennweite, würde ich behaupten. Weiter geht's. Wie ich schon gesagt habe, für Architektur macht sich das Ding richtig gut. Aber jetzt schauen wir mal, was wir noch mit gerade Blende 1.8 noch für weitere Detailshots aufnehmen können. Also los geht's.
so, habt ihr mal gesehen, für Landschaft und auch für Architektur und, na gut, Landschaft konnte ich jetzt nicht direkt mit ausprobieren, aber für Architektur macht sich das gut und mit dem Bildwinkel, denke ich mal, ist es auch für Landschaft wirklich sehr gut geeignet und ein bisschen Natur, habt ihr gesehen, geht auch. Und Details separieren, finde ich, geht gerade mit Blende 1.8 auch wirklich sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie macht sich das Grundstück fürs Vloggen? Dafür ballern wir hier mal auf die A6700 noch ein kleines Mikrofon drauf und dann testen wir das mal aus. Und ihr haut raus, wie ihr das findet. Damit ihr mal ein Bild habt, wie das Setup gerade aussieht, mit, ich sage jetzt mal in dem Fall einem Mentesport, ihr könnt aber auch jedes Anstativ nehmen, theoretisch könnt ihr es auch von der Hand aus halten und so kann man halt auch eine Runde vloggen. Die Kamera ist jetzt auch komplett auf mein Gesicht eingestellt. Ich habe jetzt auch die Belichtungszeit, ist auch völlig automatisch. Das macht alles die Kamera, dass ich halt die Blende bei 1.8 halten kann. Das Licht kommt auch gerade noch raus, das sieht ganz gut aus. Haut gerne mal in die Kommentare, ob das ein Vloggen-Setup für euch wäre. Ich mache jetzt eh gerade nur einen Spaziergang durch den Wald, also beziehungsweise durch den Park. Und so kann man halt auch wirklich vloggen. Und jetzt nicht gerade die A6700 genommen, ihr könnt auch zum Beispiel mit der ZVE10 arbeiten. Müsst aber bedenken, die hat keinerlei Stabilisierung, das heißt, das müsst ihr in der Post noch machen. Aber mit entsprechender Entfernung könnt ihr das halt auch so sehr gut nutzen. So, und damit ihr mal ein kleines, ich sag mal, Vergleichsvideo habt, auch ich werde jetzt mal die Bildmaterialien von der Osmo Action 4 und von der A6700 mal nebeneinander und wie gesagt, jetzt bei ausreichend Licht, haut gerne mal in die Kommentare, was sieht besser aus, was lässt sich eher nutzen. Ich sehe jetzt schon, bei der Osmo Action 4 habe ich bedeutend mehr Bildwinkel, aber ich denke mal, das Bild sieht bei der A6700 ein bisschen besser aus. Haut gerne mal in die Kommentare. So, Vlogging, Architektur, alles abgehackt mit dem Grundstück. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen ein paar Bilder sammeln. Mal gucken, was ich noch zustande kriege. Ansonsten würde ich sagen, wechseln wir ins Studio zurück zu einem abschließenden Fazit und einem kleinen Schmuckstück. Auf geht's! So, willkommen zurück im Studio. Kleines Fazit zum 11mm 1.8. Kurz und knapp, ich finde es mega geil. Aber warum? Natürlich, weil es schön klein, leicht und handlich ist. Gerade ohne Gegenlichtblende. Guckt euch an, das Ding ist nicht mal meine Hand. Mein halbe Hand kann das verdecken. Das passt in jede Jackentasche, in jede Hosentasche. Jetzt nicht eventuell, aber. Ihr könnt es halt wirklich überall mit hinnehmen und selbst wenn das an der Kamera lasst, ganz ehrlich, das ist ein winziges Paket und ich habe schon die etwas dickere A6700 mit. Fürs Vollformat auch sehr gut nutzbar natürlich, auch an der Kamera und auch fürs Vloggen und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt bin ich wieder ohne Active Steady, sondern nur noch mit dem Inbody-Stabilisierer drin und der Vorteil ist, wie gesagt, ihr habt diese problematischen Ecken. Was ihr stattdessen aber noch machen könnt, ist mit Catalyst Browse einfach im Nachhinein ein wenig mehr Stabilisierung reinzubringen. Und hoffe, dass ich das nicht überfahren werde. Und dann sieht das Ganze so aus. Das Bild wird schön stabilisiert. Ist ein kleiner Extra-Schritt noch, aber ganz ehrlich, dafür macht sich dieses Objektiv richtig geil. Und ganz ehrlich, das nutze ich auch weiterhin genau so. Wenn ich nicht an der APS-C direkt ranballer. Und daher haut gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Objektiv haltet. Von dieser Möglichkeit beim Stabilisieren. Und ich sehe gerade aus, welche Krone auf. Und vor allem auch, ob das was für euch wäre. Und generell, wenn ihr mal einen eigenen Vlog starten wollt oder eigene POV-Videos und Tipps braucht, schreibt mich an, haut sie in die Kommentare. Ich mache auch gerne mal ein kleines Video, was man dafür braucht und wie ihr das Ganze angehen könnt. Und dann würde ich sagen, schaut noch ein, zwei weitere Videos von mir. Haut einen Abo-Knopf raus, haut einen Like raus und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also, bis denn. Ciao.